So, guten Nachmittag. Wie angekündigt, habe ich ein paar von meinen Kollegen hier mitgebracht, die erstmal vorstellen, was im Gebiet sie forschen und was sie sonst noch als Lehrveranstaltungen oder Masterarbeitsthemen und so weiter anzubieten haben. Und der Anfang macht Lorenz. Und da ist ein Mann drauf, den können Sie sich bereits, das ist Herr Ordösch, das haben wir ihn, nee, das hat Herr Worsch, genau, hat es die Ordösch Rini Grafen Generation gemacht, genau. Und das ist auch ein quasi Ergebnis vom Herrn Ordösch. Ja, hallo. Wir machen dieses Semester oder nächstes Semester wieder das Seminar Proofs from the Book. Also der Herr Erdős, der hatte so die, also er hat nicht an einen Gott geglaubt, aber er meinte, man sollte an dieses Gott, an dieses Buch glauben, von dem er denkt, dass wenn es einen Gott gäbe, er darin die schönsten Beweise des Universums sammeln würde. Und er hat sich eben zum Ziel gesetzt, diese Beweise zu finden. Der war auch sonst ein bisschen komisch. Also, er hat bis ins hohe Alter jeden Tag eine große Ladung Amphetamine gefuttert und irgendwann mal mit einem Freund gewettet, dass er es, also der hat mit ihm gewettet, dass er es nicht schafft, einen Monat keine zu nehmen. Dann hat er keine genommen, war unproduktiv und hat ihn hinterher beschuldigt, die Mathematik um einen Monat zurückgesetzt zu haben. Amphetaminkonsum ist definitiv nicht erforderlich für das Seminar, aber wir werden uns elegante Beweise für diverse Sätze anschauen. Die sind teilweise durchaus relevant für die theoretische Informatik. Also wir wählen sie auch unter dem Gesichtspunkt aus. Und das Format von dem Seminar ist so ein bisschen ungewöhnlich. Also wir machen keine Ausarbeitung, sondern die Teilnehmer werden in zwei Gruppen aufgeteilt und die Gruppen sind dann abwechselnd dran. Es gibt 2 Wochen vorher das Thema bekannt gegeben. Und dann bereiten sich alle aus der Gruppe auf die Vorträge aus dem Thema vor und wir würfeln dann während dem Seminar aus, wer jetzt wirklich vorträgt. Das heißt, on the plus side, ihr müsst nichts schreiben. Dafür müsst ihr euch während dem Semester mehr vorbereiten. Genau, und wenn das irgendwie cool klingt, dann schreibt uns eine E-Mail. Da steht die E-Mail-Adresse, schreibt vielleicht gerade so 3, 4 Sätze Motivation dazu. Oder 3 bis 4 Zeilen. Und genau, das Seminar ist dann mittwochs 9:45 Uhr im Seminarraum 131 im Infobau. Und das ist dann ja auch wirklich jede Woche. Und das ist so ein Ding, wo mal am Anfang was ist und am Ende Vorträge. Genau, also wenn euch das zusagt, der Demian da drüben macht da auch mit. Der Daniel ist heute leider nicht hier. Schreibt uns eine Mail. Genau, und sonst, wenn ihr Bachelor- oder Masterarbeiten sucht, ich mache so kommunikationseffiziente Algorithmen, heißt das. Das ist so im Grunde, wenn man immer größere Supercomputer baut, werden irgendwann die Kommunikationskanäle dazwischen das Netzwerk zum Bottleneck und man will da irgendwie sparen. Und genau, also was ich dann mache, ist Algorithmen, die auf die größten Supercomputer, die man so bauen kann oder noch größere, skalieren oder skalieren würden. Dazu kann man sowohl theoretischeres als auch praktischeres machen. Also, wenn euch das interessiert, kommt mal vorbei. Und der Daniel macht lustige Dinge mit geometrischen Algorithmen, wenn euch das interessiert. Genau, der Herr Ordös, da gibt es auch die Ordös-Nummer. Wer kennt die Ordös-Nummer? Jeder Informatiker, der irgendwie publiziert, hat eine Ordös-Nummer, weil das ist quasi, Ordös hat ganz viele Co-Autoren zusammen publiziert. Und das heißt, wenn ich zusammen mit Ordös publiziert habe ich eine Ordös-Nummer von 1. Und wenn ich mit einem Co-Autor, wenn ich Co-Autor bin mit einem, der die Ordös-Nummer 1 hat, dann habe ich eine Ordös-Nummer von 2 und so weiter. Ja, das heißt, also ich habe 3 zum Beispiel, genau, und ich habe wahrscheinlich auch alle 3, genau. Genau, und das heißt, heutzutage kann man quasi gar nicht mehr 1 sein, weil Ordös ist ja leider tot. Genau, so. Der nächste, der jetzt hier dran wäre, da geht es um Sortieren. Das ist der Michael. Ja, hallo zusammen. Ich bin der Michael und ich beschäftige mich während meiner Promotion mit dem Sortieren. Das hört sich erstmal gar nicht so spektakulär an. Was ich dann mache, ich gucke mir Sortieren an auf verteilten Systemen, also genauso wie der Lorenz, mal ganz viele Rechner, die mit dem Netzwerk verbunden sind und man möchte ja in der Regel
möglichst schnell sortieren, und für verschiedene Eingabegrößen gibt es eben verschiedene Algorithmen für, und da versuche ich möglichst kleine Eingaben immer noch effizient zu sortieren. Ich habe auch mit einem Kollegen einen parallelen Sortieralgorithmus entwickelt, wo wir auch noch weiter dran arbeiten wollen, und ich möchte mich im Weiteren dann auch noch mit externen Algorithmen vielleicht beschäftigen, falls sich dafür ein geeigneter Bachelor- oder Masterstudent findet. Also allgemein habe ich in allen drei Themen Bachelor- und Masterarbeiten. Ich möchte jetzt zum parallelen Sortieren und energieeffizienten externen parallelen Sortieren ein paar Motivationen geben, was man da vielleicht machen könnte. Und jetzt erstmal vorstellen, was wir bisher beim parallelen Sortieren gemacht haben. Also wir haben einen parallelen Sortieralgorithmus entwickelt. Da haben wir uns eigentlich erstmal sequentielle Sortieralgorithmen angeschaut und haben gesehen, okay, die sind entweder in place, IO-effizient oder reduzieren die Branch Mispredictions während der Laufzeit. Aber keiner von denen hat alles drei gemacht. Wir haben dann einen sequentiellen Algorithmus entwickelt, der all die drei Metriken optimiert, und haben dann gedacht, naja, das ist ja irgendwie ein bisschen zu einfach, und dann haben wir den noch parallelisiert. Und als Ergebnis kam dann dieser IPSO raus. Hier mal Laufzeiten auf 32 Cores, da haben wir dann den Speedup im Vergleich zu unserem eigenen sequentiellen Algorithmus. Wir erreichen dann einen Speedup von fast 30 und die Konkurrenz dümpelt dann bei 10 vielleicht ein bisschen besser rum. Und die besten Konkurrenz, die ist nicht mal in place, sondern die braucht nochmal doppelt so viel Speicher. Ja, genau. Also in der STL gibt es so parallele Sortieralgorithmus, parallelisiert mit OpenMP. Und diese MCSTL, die sind eben aus dem GCC entnommen. Und da gibt es einmal einen Merge-Sort und einen Sammelsort-Algorithmus. Und die sind, soviel ich weiß, beide nicht in place. Genau. Und der schnellste, der sind wir halt da ganz oben. Also mal kurz motiviert, wie der Algorithmus funktioniert. Im Parallel, naja, wir haben unser Input-Array, das wird bei P-Prozessoren in P-Teile aufgeteilt. Jeder macht dann so eine Klassifikation für seinen Teil. Der berechnet sozusagen Blöcke, wo Elemente vom gleichen Input-Range drin sind, und dann werden die parallel permutiert, sodass dann eben globale Blöcke entstehen. Wir haben dann so ein K-Way-Partitioning, also in einem Schritt mit P-Prozessoren teilen wir in K-Partitionen auf. Ja? Und dann ist es halt so, in der Regel ist bei uns jetzt K256 gewesen. Und wenn man dann 64 Threads hat, dann ist es eben so, dass die neue Größe der einzelnen Partitionen n kleiner ist als die Eingabegröße durch p. Und dann haben wir einfach sequenziell partitioniert. Also jede Partition, die haben wir mit einem Thread sequenziell weiterverarbeitet. Jetzt kann es vorkommen, dass es ab und zu nicht so ist, insbesondere wenn man ganz viele Threads hat. Mehr Threads zum Beispiel als Partitionen, die wir generiert haben. Und dann haben wir es so gemacht, naja, dann haben wir diese einzelnen Partitionen nochmal jeweils mit P-Threads partitioniert. Und das ist nicht so ganz effizient, weil die Partitionen dann einigermaßen klein werden und man haut da jeweils mit P-Threads drauf. Und als Alternative haben wir uns dann überlegt, naja, dass man das irgendwie adaptiv macht. Man hat dann K-Partitionen generiert, und je nachdem, wie groß die Partitionen sind und ob sequentielle Partitionen gibt, wollen wir dann mit unterschiedlicher Anzahl Threads die nächsten Partitionen weiter partitionieren. Das kann man dann natürlich noch ein bisschen weiter treiben, indem man sagt, naja, okay, wenn man jetzt hier eine parallele Partition hat, dann machen wir jetzt erstmal, jeder versucht bei sich anfangen, sequenziell zu partitionieren, und wenn einer mit seiner Partition komplett ist, komplett fertig sortiert hat, dann hilft der einem anderen, der momentan schon in einem Partitionierungsschritt ist, also der kann da sozusagen präemptiv reinspringen und ihm assistieren. Solche Sachen haben wir uns überlegt, noch nicht implementiert. Das ist auch alles machbar, aber halt ein bisschen Aufwand, aber auf jeden Fall ein interessanter Einstieg, denke ich, ins parallele Programmieren. Und genau. Das zweite Thema, was ich noch vorstellen möchte, ist wieder sortieren natürlich, und zwar extern und parallel. Und das Ziel ist, diesen Joule-Sort-Benchmark zu schlagen. Also das ist so ein Benchmark, da soll man ganz viele Daten sortieren, aber möglichst energieeffizient. Und wir hatten, glaube ich, am Lehrstuhl mal den Benchmark, den Weltrekord aufgestellt. Ich glaube, das ist wahrscheinlich schon 10 Jahre her oder so. Da hatten wir dann SSDs und ich glaube einen Atom-Prozessor, und
Da gibt es natürlich neuerdings viel bessere, energieeffiziente Algorithmen. Und was wir uns gedacht haben, naja, jetzt könnte man ja mal einen ganz neuen Typ von Hardware ausprobieren, zum Beispiel das iPhone 7 Plus, weil natürlich die Smartphones darauf getrimmt sind, wenig Energie zu verbrauchen. Und gleichzeitig die neuen iPhones, also insbesondere dieses 7 Plus, eine sehr große Lese- und Schreibebandbreite in den externen Speicher hat. Und das wollen wir eben ausnutzen. Da gibt es auch schon Ideen, ist natürlich ein bisschen fricklig, dann den Algorithmus auf dem iPhone zu deployen. Man muss sich dann natürlich auch überlegen, wie man dann wirklich den Stromverbrauch misst. Ob man vielleicht den Akku einmal komplett lädt und dann immer wieder sortiert, bis der Akku komplett leer ist. Oder ob man einen Sortierschritt nimmt und dann wieder lädt und guckt, wie viel Energie beim Laden verbraucht wurde. Es ist ein bisschen Engineering, aber auf jeden Fall ein interessantes Thema, denke ich. So viel von mir. Der Master arbeitet ein iPhone. Okay, genau. So, und genau. Das heißt, das, ja, ich habe in der Vorlesung externe Sortier vorgestellt. Ja, das heißt, wer das kann, der hat ja quasi schon Vorwissen in diesem Thema. Und als nächstes kommt der Sebastian Lamm. Dann schließe ich mich gleich mal der Supercomputer Front an. Bei meiner Forschungsarbeit geht es im Endeffekt um Graph-Algorithmen auf Supercomputern. Das ist zum Beispiel Minimum Spanning Trees oder Connected Components. Und worüber ich jetzt kurz mit euch reden will, sind verteilte Graph-Generatoren. Zum Anfang, ihr wisst sicherlich, überall um uns herum sind komplexe Netzwerke, beispielsweise die graue Masse zwischen euren Ohren, das menschliche Gehirn, oder aber auch, wenn ihr euer Handy aufmacht, Facebook, Twitter oder sonst was. Was man jetzt gerne hätte, sind effiziente Algorithmen, um auf solchen riesigen Netzwerken effizient Sachen auszurechnen. Zum Beispiel rauszufinden, wer jetzt der geilste Hecht auf Facebook ist. Das Hauptproblem dabei ist, dass die meisten Datensätze, die Forschern oder Entwicklern zur Verfügung stehen, zu klein für die Aufgaben sind. Beispielsweise kriegt man von Facebook nur veraltete Netzwerke oder Teile des Netzwerks, aber nicht einfach das gesamte Netzwerk, auf dem man eben seinen Algorithmus testen möchte. Und was man dann macht, um das Ganze zu beheben, ist, man erstellt sich synthetische Instanzen mithilfe von Graphgeneratoren. Das funktioniert dann im Endeffekt so, ihr habt einen Algorithmus, gebt ein paar Parameter ein, sagt, wie groß das Netzwerk werden soll und der baut euch ein künstlich erzeugtes Netzwerk, das Eigenschaften hat, die ihr auch beispielsweise in Facebook oder in einem anderen sozialen Netzwerk findet. Jetzt gibt es da allerdings noch ein paar Probleme, wenn man das Ganze dann so umsetzen möchte. Und das ist, dass bestimmte Graphgeneratoren oder Modelle, auf denen diese Generatoren basieren, inhärent sequenziell sind. Oder selbst wenn sie sich zu einem gewissen Grade parallelisieren lassen, kriegt man nicht unbedingt das Skalierungsverhalten, das man eben auf einem Supercomputer haben möchte. Genau. Und das Ziel ist quasi dann, dass man auf einem Supercomputer direkt so ein riesiges Netzwerk zur Weiterverarbeitung erzeugen kann. Und einmal möchte man das halt in ungefähr lineare Laufzeit haben, weil ansonsten wird es eklig bei den Ausgabegrößen, die man haben möchte. Da reden wir ungefähr von so 10 hoch 12 Knoten und 10 hoch 15 Kanten, also eine ganze Menge. Und zum anderen möchte man, wie bereits vorher schon erwähnt, Kommunikation so niedrig wie möglich halten, weil in einem Supercomputer irgendwann eher die Kommunikation das Bottleneck wird als die tatsächliche Laufzeit von dem Algorithmus. Und was wir uns dann überlegt haben oder woran ich primär gearbeitet habe, sind kommunikationsfreie Graphgeneratoren auf eben diesen Supercomputern. Und zum einen verwenden wir da Pseudo-Zufall, um Kommunikation einsparen zu können und machen stattdessen redundante Berechnungen. Und das ermöglicht es uns, skalierbare Algorithmen zu bauen. Da gehe ich jetzt noch kurz ein bisschen genauer drauf ein. Also wie sieht das Ganze aus?
Wir haben uns da einen parallelen Divide and Conquer Sampling Algorithmus einfallen lassen, der halt gerade auf redundanten Berechnungen basiert. Das heißt, jeder Prozessor, wenn ihr euch jetzt ein einfaches Sampling-Problem vorstellt, ihr habt irgendwie 100 Elemente und möchtet 10 gleichverteilt zufällig davon ziehen. Und jetzt wollt ihr das mit 10 unterschiedlichen Prozessoren machen. Dann haben wir uns dafür ein sehr effizientes Schema einfallen lassen. Wir haben dann dieses Schema genommen und auf bestimmte Graphmodelle quasi umgebaut. Das heißt, wir gehen von unserem abstrakten Sampling-Algorithmus aus und betten dieses Verfahren dann zum Beispiel in verschiedene geometrische Räume ein. Diese geometrischen Räume liefern uns dann am Ende die Eigenschaften, die wir für unsere Graphgeneratoren gern hätten. Zum Beispiel im Falle von einem sozialen Netzwerk, dass es wenige Knoten gibt, die einen sehr hohen Grad haben und viele Knoten, die einen sehr geringen Grad haben. Genau. Das Interessante dabei war dann eigentlich, wie man eben dieses Sampling-Verfahren auf die einzelnen geometrischen Räume übertragen kann und wie man es schafft, diesen Raum so auf Prozessoren zu verteilen, dass man möglichst wenig Sachen wieder redundant berechnen muss, um seine komplette Nachbarschaft, die man als Prozessor hat, zu explorieren. Das Resultat von der Arbeit waren dann unterschiedliche Generatoren, die inzwischen in der Lage sind, Graphen für unterschiedliche Modelle zu erzeugen, und zwar in dem Maßstab, den ihr da jetzt seht, mit etwa 10 hoch 12 Knoten und 10 hoch 15 Kanten, was so gut ist, wie momentan der Graph 500, was der Supercomputer-Benchmark für Graph-Algorithmen produziert oder ist. Ja, wenn ihr zu Graph-Generatoren explizit oder generell zu verteilten Graph-Algorithmen irgendwie eine Bachelor- oder eine Masterarbeit sucht, könnt ihr euch dann gerne an mich wenden. Das war's. Genau. So, und dann gibt's noch eine andere Art von Graph-Algorithmen, die, ja, genau, das Problem ist auch schon in der Vorlesung vorkommen. Nicht auf Hypergraphen, aber auf normalen Graphen. Ja, okay, dann brauche ich ja zumindest zum Problem vielleicht später dann nicht mehr so viel zu sagen. So, bei mir geht es erstmal sowohl um Graphen als auch um Hypergraphen. Genau, Graphalgorithmen habt ihr jetzt ja in der Vorlesung auch schon einige gesehen. Beim Hypergraph ist es so, dass man sagt, okay, ich gebe jetzt die Restriktion auf, dass eine Kante nur zwei Elemente verbinden kann. Ja? Sondern eine Hyperkante, wie man hier in den Bildern sieht, kann jetzt eine beliebige Teilmenge an Knoten verbinden. Und so hat man ein erweitertes Modell, was einfach bessere Relationen abbilden kann. Ja? Ich kann beliebig komplexe Beziehungen mit Hypergraphen abbilden. Und das Problem, was ich mir angucke, ist eben dann balancierte Hypergraph-Partitionierung. Also wenn ihr balancierte Graph-Partitionierung in der Vorlesung schon gehört habt, ja, es geht im Prinzip auch darum, gegebenen Hypergraph und eine bestimmte Anzahl k an Blöcke, partitioniert den Hypergraph so in diese Anzahl k Blöcke, dass jeder der Blöcke ungefähr gleich viele Knoten hat. Ja, das soll also balanciert sein. Und wir wollen eine bestimmte Zielfunktion optimieren, genau, den Imbalance-Parameter. Im Graph-Partitionierung habt ihr wahrscheinlich als Zielfunktion den Cut gesehen. Ja, also ich zähle die Anzahl an Kanten, die im Schnitt sind. Das ist irgendwie für einen Graph auch so die natürliche Funktion, die man da hat. Wenn man jetzt aber in einem Hypergraph anguckt, dann könnte ich es dann natürlich auch machen. Aber man sieht zum Beispiel, dass es jetzt Hyperkanten gibt, die in mehr als zwei Blöcken sind. Ja, und um das abzubilden, gibt es noch andere Modellierungen, nämlich zum Beispiel sogenannte Connectivity, die dann eben auch optimiert, in wie vielen Blöcken eine Hyperkante drin ist. Das Ganze hat eine ganze Bandbreite an Anwendungen, ja, also vom VLSI-Design, da hat es schon in den 1990ern angefangen, bis klassische Optimierungsprobleme in der Planung, Complex Networks, wir haben Sachen, die mit Routenplanung auf Hypergraphen operieren, und Scientific Computing ist auch ein ganz klassisches Anwendungsgebiet, ja, wenn man jetzt riesige Matrizen hat und will die auf einem Parallelrechner verarbeiten, wie verteile ich die Datenelemente der Matrix so, dass man möglichst wenig kommunizieren muss, wenn man parallele Sparse-Matrix-Vektor-Multiplikationen macht. Ja, das ist zum Beispiel ein ganz klassisches Problem, mit dem man mit einem Hypergraph-Modell Kommunikationsvolumen optimieren kann. Was macht man also in der Praxis? Also das Problem ist NP-schwer, das heißt, eine optimale Lösung kann man vergessen.
In der Praxis ist die sinnvollste und beste Heuristik das sogenannte Multilevel-Verfahren. Bei dem nimmt man erstmal den Hypergraph her und macht ihn schrittweise kleiner. Ja, wir wollen irgendwie also die Struktur erhalten, berechnen Matchings oder Clusterings. Wenn der Graph dann irgendwann klein genug ist, dann gibt es eine initiale Partitionierungsphase, da lässt man den ganzen Zoo von Algorithmen auf das Problem los, um eine initiale Partitionierung zu erstellen, nimmt halt die beste, die man da findet und geht dann in der dritten Phase diesen Coarsening-Prozess rückgängig und versucht jedes Mal, wenn ich den Graph wieder auspacke, sozusagen die Lösung schrittweise zu verbessern. Innerhalb diesem Framework habe ich jetzt ein paar Sachen, die aktuell offen sind. Zum einen was im Bereich der Anwendungsebene liegt. Da geht es darum, dass man für Public Transportation, also für Routenplanung mit Bus, Bahn, Vorberechnungsschritte machen kann, die auf Hypergraph-Partitionierung basieren. Und in der Arbeit geht es konkret darum, ein Verfahren, was für Graph-Partitionierung sehr erfolgreich war, nämlich natürliche Schnitte in Straßengraphen zu finden, also zum Beispiel ein Schnitt, der dadurch entsteht, dass nur eine Brücke über einen bestimmten Fluss gibt oder sowas, das Ganze zu generalisieren auf Transportation Networks. In einer anderen Arbeit geht es darum, das ist also angesiedelt in diesem Bereich lokale Suche. Da haben die Leute von Facebook letztes Jahr ein Paper rausgebracht und haben gesagt, okay, wir haben eine neue Zielfunktion für diese lokale Suche. Haben das allerdings nicht in diesem Multilevel-Kontext gemacht, sondern relativ simpel auf dem Eingabegraph. Haben da zwar dann einen parallelen Algorithmus hinbekommen, der relativ gut skaliert, aber ich bin davon überzeugt, dass wenn man diese neue Zielfunktion nimmt und Multilevel-fähig macht, dass man da deutlich bessere Lösungen selbst im sequenziellen Fall hinbekommt. Und das dritte Thema ist auch in diese Richtung wieder angesiedelt. Da geht es im Prinzip darum, die ganze Literatur, die es jetzt gibt zu diesem Thema, ja, das ist also die Hypergraph-Partitionierung ist irgendwie 1992 oder so hat das ganze Ding angefangen und seitdem gibt es hunderte Variationen von verschiedenen Algorithmen, die damals alle vorgestellt worden sind, aber keiner wird wirklich in einem heutigen High-End-Multilevel-Hypergraph-Partitionierer verwendet. Ja, die nehmen alle den Standard-Algorithmus, wandeln den vielleicht minimal ab und das war's. In der Arbeit geht es darum zu sagen, okay, ich nehme diese Verfahren jetzt mal her, implementiere die tatsächlich in meinem Framework und stelle ein für alle Mal fest, was braucht man denn heutzutage tatsächlich noch an Verfahren, welche bringen noch was und welche kann man einfach getrost vergessen, wenn irgendjemand mal wieder einen Hypergraph-Partitionierer bauen will. Und genau. Ah ja, tatsächlich eins habe ich auch noch. Das ist so ein bisschen mit einem Fragezeichen versehen, weil ich da noch nicht ganz genau weiß, inwiefern das sich realisieren lässt. Da geht es darum, ihr habt ja jetzt auch Flows kennengelernt, Max-Flow-Min-Cut-Theorem. Ja? Wir haben jetzt gerade ganz neu das Ganze angewendet, um eine Heuristik zu bauen, um Hypergraph-Partitionen zu verbessern mit Max-Flow-Min-Cut-Berechnungen und haben da allerdings aktuell einen Ansatz, dass wir sagen, wir transformieren den Hypergraph in einen Graphen, dünnen den noch ein bisschen aus und lassen dann klassische, hochoptimierte Max-Flow-Min-Cut-Graph-Algorithmen drauflaufen. Interessant wäre jetzt auch natürlich, einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, okay, was ist denn, wenn wir einen Algorithmus machen, der so Push-Relabel-Techniken direkt auf dem Hypergraph macht und keine explizite Graph-Datenstruktur mehr aufbaut? Das ist wahrscheinlich auch sehr vielversprechend und da hat auch ein anderer Arbeitskollege aus einem Wagner-Institut auch Interesse, dass daran gearbeitet wird. Genau, das war es jetzt von mir. So, genau. Ich fange jetzt erstmal mit zwei Folien an, die ich irgendwie aus der Übung von letztem Jahr geklaut habe, weil ihr leider gar nicht gerade wisst, was ein FPT-Algorithmus ist und das müsst ihr irgendwie zumindest so grob verstanden haben, um einzuordnen, was das soll, was ich euch danach dann vorstellen werde. So ein FPT-Algorithmus ist ein Algorithmus für ein Problem, bei dem ich irgendwie zusätzlich zur Eingabegröße nochmal so ein Parameter k habe. Zum Beispiel eigentlich die meisten Entscheidungsprobleme sind irgendwie von der Natur, kann ich irgendwie in diesem Graphen einen Schnitt finden, der Größe größer als k oder kleiner als k, gibt es irgendwie beide. Und dann sagt man also, okay, so ein FPT-Algorithmus habe ich dann, wenn meine Eingabe irgendwie beliebig langsam in diesem Parameter k laufen kann, also irgendwie exponentiell oder sowas, aber in der Eingabegröße n muss ich dann noch polynomiell sein. Und
Eine Technik, die man dafür benutzt, ist Kernbildung. Also da gibt es verschiedene Techniken, da kann man irgendwie Bäume bauen und die auf bestimmten Ebenen abbrechen. Womit ich, was ich ein bisschen angeguckt habe, sind Kernbildungen. Das bedeutet, ich nehme meine Eingabeinstanz und die hat irgendwie Größe n und die mache ich dann kleiner. Und zwar mache ich die kleine halt irgendwie in Polynomialzeit, also mit einem schnellen Algorithmus. Und am Ende habe ich dann noch so eine kleinere Instanz, die nennt man dann den Kern. Und die Größe dieser Instanz ist dann nur noch von k abhängig und dann kann ich auf dieser kleineren Instanz kann ich dann einen langsamen Algorithmus laufen lassen. Aber weil diese Instanz gar nicht mehr von der ursprünglichen Eingabegröße abhängig ist, habe ich dann eine Laufzeit, die unabhängig ist von n, wenn ich nur noch diesen Kern bearbeite. Kurz als Intuition, warum sowas gehen kann. Wenn ihr hier irgendwie so ein Schiebepuzzle habt, ja, ich habe da jetzt Zahlen draufgeschrieben und kein Bild, aber ihr kennt ihr vielleicht, dass ihr irgendwie da ist so einzelne Kacheln und ihr schiebt da dann die Kacheln rum, immer zu diesem Loch und am Ende wollt ihr das Bild vervollständigen. Und in dem Fall wollen wir irgendwie die Zahlen von oben links nach unten rechts sortiert haben oder sowas. Und jetzt die Frage, kann ich jetzt irgendwie das schaffen, wenn ich das in K, kann ich K-Schritte machen, also K mal in Teilchen verschieben, sodass das Ding hinterher sortiert ist. Und jetzt ist die Sache, okay, was, wenn mein Schiebepuzzle riesengroß ist? Naja, ich kann irgendwie feststellen, ich kann mein Feld eh nur um K-Schritte verschieben, ja? Wenn ich nur K-Schritte habe, kann ich das gar nicht weiter verschieben. Das heißt, mein Kern könnte jetzt sein, ich schneide mir einfach nur diesen Teil in der Mitte hier raus und der hat halt irgendwie Seitenlänge 2 mal K und den äußeren Teil, den kann ich einfach so checken, stimmt der schon? Wenn ja, mach weiter, wenn nein, kann ich es eh nicht schaffen. So, und jetzt das, was ich eigentlich mache, da möchte ich euch aber nicht erklären, wie man dazu einen Kern finden kann. Und zwar gucke ich mir das irgendwie für Graph-Probleme an. Also im Speziellen habe ich das jetzt für Vertex-Cover/Independent-Set gemacht. Das heißt, wir nehmen den Graphen, dann kann man da so Regeln drauf anwenden, wie, naja, wenn wir irgendwie eine Clique haben, dann müssen alle außer einem Knoten da drin, müssen in jedem Vertex-Cover drin sein. Und solche Regeln kann man darauf anwenden, andere sind deutlich komplizierter. Und das heißt, man macht den Graphen dann klein, findet einen Vertex-Cover auf diesem kleineren Graphen und danach kann man das ganze Ding wieder größer machen. Und in der Praxis kann man sich da irgendwie eine ganze Menge Sachen angucken. Also sowas wie, da haben wir gesagt, wir haben da irgendwie verschiedene Regeln. Welche davon lohnen sich überhaupt in der Praxis? Manche braucht man irgendwie in der Theorie, damit man da seine Garantien hat. Aber in der Praxis bringen die fast gar nichts. Viele davon sind deutlich langsamer als andere. Das heißt, dann möchte man vielleicht den richtigen Reihenfolge anwenden, um möglichst schnell zum kleinen Kern zu kommen. Da gibt es dann auch Abhängigkeiten zwischen den Regeln, dass man irgendwie sich Arbeit sparen kann, wenn man eine Regel anwenden möchte und vorher schon eine andere versucht hat. Genau, und Parallelisierung wäre dann noch was anderes. Wir haben da jetzt letztens eine Shared Memory Parallelisierung für Kernel für Vertex Cover gemacht und eine Bachelor-Masterarbeit, wäre wahrscheinlich als beides möglich, wäre dann Distributed Memory Kernel für Vertex Cover zu finden. Und eine andere Arbeit, die wir hätten, das wäre aber nur als Masterarbeit geeignet, wäre das Ganze für MaxCut. Ich glaube, wir haben in der Vorlesung jetzt nur MinCut gesehen. MaxCut ist das Gleiche, nur dass wir einen möglichst großen Schnitt finden möchten und das Problem da ist halt, das Ding ist NP-hard. Aber es gibt halt FPT-Algorithmen dafür und da gab es jetzt Ende letzten Jahres gab es dann einen tollen neuen theoretischen Algorithmus und da wollen wir dann in Kooperation mit einem Wissenschaftler aus Maastricht und Bonn gucken, wie man das Ding in der Praxis wirklich benutzbar machen kann. Okay, wir können doch einfach mal anfangen damit, was ich sonst normalerweise mache. Ich bin am Lehrstuhl für Datenstrukturen zuständig. Ich mache vor allem randomisierte Datenstrukturen oder Hash-Tabellen größtenteils. Und das Interessante an Hash-Tabellen ist, also das Schöne an Hash-Tabellen für euch ist, ihr wisst alle, was Hash-Tabellen sind. Und was ich mache, ist auch nicht besonders anders wie das, was ihr aus Algo 1 kennt. Aber ich habe trotzdem ein interessantes Bachelorarbeitsthema für euch. Und zwar, schauen wir uns mal diese klassischen Hash-Tabellen an, die ihr kennt. Dann ist es ja irgendwie so eine Tabelle. Und der Hash-Wert, den ich habe, mit dem, also ich habe einen Key und damit komme ich hier irgendwo in diese Tabelle rein. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass diese Zelle vielleicht schon voll ist. Dann mache ich normales Linear Probing, weil Linear Probing ist irgendwie ziemlich schnell. Und dann gehe ich
Ja, dann mache ich normales Linear Probing und gehe hier halt weiter nach unten, bis ich irgendwann eine leere Zelle finde. Und hier schreibe ich dann das neue Element rein. Soweit, so klar. Jetzt gibt es verschiedene Verbesserungen von diesem Verfahren oder verschiedene Verschlimmbesserungen von diesem Verfahren. Die funktionieren nämlich nicht immer besser. Zum Beispiel gibt es hier eine Variante, die macht fast genau dasselbe. Aber zusätzlich, was man hier macht, ist, man investiert noch ein paar zusätzliche Bits. Und mit diesem Bit kann ich halt an dieser Stelle, die hier vergeben ist, wo ich wieder hinkomme, rausfinden, erstmal wurde da überhaupt irgendwas hingehasht? Und wenn ja, in welcher von den folgenden Zellen wurde da was hingehasht? Und diese paar Bits hier, die sind dann ein bisschen wie ein Orakel oder die helfen mir halt rauszufinden, welche von den Zeilen ich hier überhaupt überprüfen muss, um zu sehen, ob das Element vielleicht in der Hash-Tabelle drin ist. Diese Variante von den Hash-Tabellen ist besonders gut dann, wenn ich Elemente suche und noch besser dann, wenn ich Elemente suche, die vielleicht gar nicht in der Tabelle drin sind. Weil dann kann es halt auch sein, dass hier zwar in dieser Zelle ein Element drin ist, aber dieses gar nicht in diese Zelle gehört und in Wirklichkeit ist noch gar nichts in diese Zelle geschrieben worden, was da eigentlich hingehört. Und dann ist dieses Bitset hier leer und ich kann direkt zurückmelden, ja, dieses Element ist nicht in der Tabelle. Und gerade wenn ich die Tabelle relativ voll mache, dann passiert es eben sehr, sehr häufig, dass man von Anfang an ausschließen kann, überhaupt weitersuchen zu müssen. Und dann gibt es noch eine dritte Variante von Linear Probing Hash-Tabellen. Und die ist ein bisschen schwieriger aufzuzeichnen als die zwei Varianten, was die Variante nämlich macht. Die hält diese Elemente hier, die innerhalb von einem so einem Cluster an Elementen stehen, sortiert nach der originalen Hash-Position, wo sie hingehasht worden wären, wenn sie in die leere Hash-Tabelle reingefügt worden wären. Und dann hat man hier halt so eine aufsteigende Reihenfolge, können wir vielleicht mal so anzeichnen, die davon abhängt, wie weit sind diese Elemente von ihrer eigentlichen Position weggeschrieben. Und man versucht, diese Balken, wie weit die wirklich weggeschrieben sind, zu minimieren. Also wenn ich jetzt was einfügen würde, was hier ganz an den Anfang gehört und hier dieses Element ist an seiner eigentlichen Position, wo es gerne hingehört, wo es gerne hingehasht worden wäre, dann wird eben dieses Element weiter nach unten geschoben und das Element, das ich jetzt gerade einfüge, weil es ja jetzt schon weiter von seiner Originalposition weg ist, wird an diese Stelle geschrieben. Und da kann man eben auch Vorteile finden für, wenn die Tabelle voll ist, finde ich das Element schneller, das ich gesucht habe, oder ich kann rausfinden, naja, wenn hier jetzt schon ein Element ist, das eigentlich an eine spätere Stelle gehasht wäre, dann kann ich das Element auch nicht mehr finden, was drin ist, weil die sind ja alle sortiert und so Geschichten. Also da kann man irgendwelche Optimierungen machen. So, und diese drei Verfahren gibt es natürlich schon, darüber brauchen wir keine Bachelorarbeit schreiben. Das Interessante, was ich sehe, ist noch praktisch da ist ein Design Space dazwischen, zwischen diesen drei Verfahren. Das eine ist irgendwie Linear Probing, das ist klar, das andere heißt Hopscotch Hashing, das ist auch irgendwie erfunden und das hier ist Robin Hood Hashing. Aber die Frage ist, gibt es noch irgendwas dazwischen? Also zum Beispiel könnte ich hier ja die Werte ja nicht genau sortiert halten, sondern vielleicht sowas wie pseudosortiert halten. Was heißt pseudosortiert halten? Da gibt es auch wieder Designmöglichkeiten. Ich kann hier das Problem von dieser Variante ist ja vor allem, dass sie mehr Speicher braucht. Ich kann versuchen, diesen Speicher zu minimieren. Zum Beispiel kann ich hier versuchen, statt normalerweise nimmt man da irgendwie 64 Bit pro Zelle. Das ist schon relativ viel. Ich kann versuchen, da weniger zu verwenden und vielleicht dieselben Benefits immer noch zu kriegen. Und ich glaube, da kann man sehr viel machen. Ich habe da auch einen Haufen Ideen, was man implementieren kann. Falls jemand von euch Lust hat, darüber eine Bachelorarbeit zu machen, fände ich es cool. Ich muss allerdings dazu sagen, ihr müsst C++ können dafür, ihr müsst einigermaßen effizient programmieren können und ihr solltet keine Angst vor Bits haben. Also vor einzelnen Bits auch mal.
Gut. Viel Spaß. Okay, danke schön, Tobias. So, genau, das heißt, sind wir einmal durch. Das sind bei so beispielhaft Themen, die wir hier im Institut haben. Wir haben noch mehr Mitarbeiter, aber die sind alle fleißig oder auch nicht zurzeit. Genau. Aber Sie können einfach vorbeischauen bei uns. Und genau, dann können wir uns, genau, können sich irgendwie so, gibt es irgendwie auch noch andere Themen. Ja? Also was ich mache, ich mache so Textinitiierung, da mache ich auch immer Spezialvorlesungen. Genau, und also zurzeit, an was ich forsche, sind so Textinitiierungen für Genome. So, ich schalte es mal um. Wir haben ja in der Vorlesung, genau, in der Vorlesung haben wir gehabt, was ein Suffix Array ist oder so ein Textindex und was, wie man das auch komprimiert und so weiter. Naja, und wenn man jetzt so ein Set hat von Genome, das ist hier quasi aktuell in meinem Projekt, das ich da, wo ich da jetzt quasi ein Paper drüber schreibe, muss man sich dann auch immer so ein paar Beispiele machen, ja, weil das ist dann, wenn man das nicht macht, diese ganze Fälle zu unterscheiden, die es da gibt und so weiter, brauchen wir immer ein Running Example meistens. Ja. Genau, stellt sich vor, hier dieses Ding da, hier, das ist ein Genom. Und jetzt haben Sie eine Datenbank von anderen Genomen und die klatscht sie alle hintereinander hin. Ja, so, und die sind immer sehr ähnlich. Und jetzt kann man, wie wir das in der Vorlesung sehen, kann man jetzt so eine LZ-Faktorisierung machen. Das heißt, ich gehe diesen langen Text und das entspricht quasi dieser Genomdatenbank, dann gehe ich von links nach rechts durch. Und wenn es da jetzt ein Match gibt, noch in meinem Referenzgenom, ja, also hier mit GA fängt es an und GA kommt auch davor und ich habe das unten so markiert, ja. Das heißt, hier habe ich ein Match, der geht von da bis da und von Position 3 bis 12 in diesem String. Ja. Genau. Und dann würde ich mir jetzt nicht dann kann ich quasi, statt ich das explizit den Text abspeichere, kann ich mir einfach quasi abspeichern, okay, das kommt in diesem Text von Position 0 bis 12 vor, gut, das ist ein bisschen groß, dann kann ich sagen, okay, ich kann quasi abspeichern, wenn ich da ein Suffix-Array drüber hätte, kann ich mir abspeichern, okay, das kommt, dieses Intervall, das dem String entspricht, fängt irgendwo an bei einer Position, hat eine gewisse Tiefe und dann kann man das als Zahl darstellen, ja, dann ist das noch kleiner und dann kriegt man hier jetzt so Faktoren für diese ganze Datenbank, ja, und dann haben wir erstmal so ein String an Zahlen. Und wenn man da jetzt aber suchen will, dann müsste in meine Spezialvorlesung kommen. Dann erkläre ich das, wie man da suchen kann. Da braucht man ganz viele andere Datenstrukturen, aber die kann man alle komprimieren und nachher ist das ganz, ganz klein. Ja, genau, braucht jetzt irgendwie Wavetrees und alles, was ihr hier quasi kennengelernt habt, plus das, was man in meiner Spezialvorlesung hat. Und dann kann man aber quasi so eine ganze ja, also es gibt in England gibt es 1000 Genomprojekt, das heißt, da haben sich 1000 Leute sequenzieren lassen, jetzt gibt es 100.000 und die kann man mit dieser Technik, ja, kann man das dann statt auf vielen Supercomputer nur noch auf einer großen Maschine mit einem Terabyte Arbeitsspeicher dann verarbeiten. Ja, also das mal als Beispiel, was ich als in der Zeit, wo ich Forschung mache, betreibe. So, genau. Und jetzt, genau. Das ist quasi ein Anwendungsfall und der zweite Anwendungsfall von dem, was ich mache, das ist quasi hier Bioinformatik und der zweite Anwendungsfall ist Information Retrieval. Das heißt, ich arbeite dann auch manchmal im Silicon Valley für eine E-Commerce Web-Search Engine und da sind auch einige meiner Datenstrukturen da drin. Okay, genau. Das heißt, ich mache jetzt noch einmal weiter. Wenn Sie quasi auch hier Fragen haben, können Sie auch jetzt noch Fragen zu Sachen. Genau, ich bleibe letztes Mal mit dem Zeug, das ich quasi gemacht habe, ausschließlich den Flussalgorithmen. Genau, jetzt gehe ich einmal von vorne nochmal durch. Alle diese Bindestrich-Algorithmen haben wir gemacht, exklusive Fixed-Parameter-Algorithmen, das hat gerade Damian nochmal vorgestellt, was es ist. Ja, im Prinzip ganz einfach, hat man aber noch so ein Eingabeparameter K, wo man irgendwas finden will, das von K abhängt, oder entscheiden will von K, wo von K abhängt, und dann kann man hier einfach
rechnen, so viel Rechenpower quasi für dieses Anteil mit dem K verbrauchen und der Reizpunkt muss vorher zum Polynomial laufen. Ja, das kommt natürlich auch, weil es in der Vorlesung nicht macht, dann auch dann in der Klausur dran. So, aber der Rest, genau. Das heißt, der Herr Wosch hat diese Online-Algorithmen übernommen, die parallelen Algorithmen und die randomisierten und Approximationsalgorithmen. Genau, so, und hier diese Einführung, die hat er anders gemacht. Genau, so. Genau, randomisierten Algorithmus, dann haben wir hier nochmal zusätzlich zu unserem normalen, Standard-Algorithmus, gibt es eben noch als zusätzliche Eingabe eine Zufallsbits oder auch quasi einen Zufallszahlengenerator und mit dem kann ich dann Entscheidungen vornehmen. Da gibt es ja verschiedene Sichtweisen drauf, wie man das alles interpretieren kann und dann haben wir da Beispiele dazu gemacht. Ja. Das heißt, diesen Randomized Quickstart, den gab es schon Algorithmen 1 und was dann quasi noch speziell war, haben wir quasi angeschaut, erstmal genau diese Einführung nochmal in die Wahrscheinlichkeitstheorie, das sollte man natürlich alles können, auch aus vorhergehenden Vorlesungen. Und genau, und dann war es so, dass man hier nochmal Randomized Quicksort dann noch genauer analysiert hat. Das heißt, man hat gesagt, okay, wie wahrscheinlich ist es, dass der dass dieser Algorithmus nahe Erwartungswert ist, ja, das heißt irgendwie so eine Konstante in der Einfachanalyse war das irgendwie diese Wurzel 2, ja, und dann sagt man einfach, diese Konstante soll es vielleicht 28 sein und so weiter, ja, und dann hat Herr Wosch hat es mit Ihnen analysiert und zur Abschätzung braucht man dann so ein Tool, es gibt ja irgendwie Markov-Ungleichung, gibt es auch Chernoff-Ungleichung. Und Sie dürfen ja in diese Klausur, dürfen Sie ja auch ein beidseitig beschriebenes DIN A4 Blatt mitbringen als Spickzettel. Ja. Und da können Sie sich natürlich dann zur Sache, die Markov-Ungleichung kenne ich zum Beispiel auswendig, ja, aber die Chebyshev-Ungleichung, die da müsste ich manchmal nachschauen. Ja. Das heißt, entweder können Sie sich aufwenden oder Sie können es einfach dann auf dem Blatt notieren. Ja. Wenn Sie das als Tool, genau, was du noch mal für Beispiele gehabt, ja, unten oder Bäume auswerten, ja, da haben wir rausgekriegt, dass das nicht besser geht als die Schranke, die man ausgerechnet hat. Genau, und dann, wie gesagt, hier sind diese Arthus-Rhini-Zufallsgraphen, genau, wo man auch wieder mit einem Zufallsgenerator dann diese Kanten, die man dazu fügt, genau ausgewählt hat. Ja. So, und da gab es dann so ein Property-Testing, das heißt, da hat man nach bestimmte Eigenschaften den Graph quasi getestet und dann gab es da so eine Grenzfunktion und das heißt, ab einer bestimmten Wahrscheinlichkeit hat dann der Graph, wenn er sehr groß war, immer diese Eigenschaft gehabt oder nicht. Ja. Da hat man quasi hier nur diesen Durchmesser ein bisschen genauer durchgenommen und das andere ein bisschen hier da zum Beispiel diese, wenn es noch isolierte Knoten gibt, das stand da nur dran. Ja, das heißt so, genau, noch andere Modelle. Genau, und dann ging es über zu Approximationsalgorithmen. Da will man eben, hat man ein Optimierungsproblem. Also, es gibt eben für manche Algorithmen, kann man die optimale Lösung jetzt nicht effizient bestimmen. Ja? Und das ist die Motivation für Approximationsalgorithmen. Ja? Das heißt, ich will eine Lösung, die möglichst nah dran ist an der Lösung, also hier mit so einem Minimierungsproblem manchmal ist das sehr schwierig und ich will was haben wir hier für Beispiele, Job Scheduling zum Beispiel, was man da mache, was ich können sollte, ist diesen
wenn ich einen Approximationsalgorithmus gegeben habe, dann sollte man den auch analysieren können. Das heißt, wie gut ist die Approximation, die ich da bekomme. Ja. Und genau, also genau, gab es quasi zwei Beispiele. Einmal quasi hat man gezeigt, dass zum Beispiel TSP nicht gut approximierbar ist, oder eben, ja. Da haben wir es reduziert auf Hamilton, aufs Hamilton-Problem. Und wenn man quasi jetzt für TSP, wenn man das hier in metrischem, im metrisches TSP, das heißt, dass die Geometrie, also die Dreiecksungleichung gilt, dann haben wir es bei zeigen können, dass man hier eine 2-Approximation hat. In der Übung kam dann sogar die 1,5-Approximation. Ja, so, das sind so Beispiele, typische Beispiele, die man hier hat. So, und genau, und Knappsack. Ja, und genau, dieses Fully Polynomial Time Approximation Scheme, ja, das heißt, ich habe so ein Epsilon gegeben. Und was ich will jetzt, ein Algorithmus, der das erreicht, ja, und wenn jetzt die Komplexität von dem Algorithmus, die Laufzeit, wenn die jetzt, wenn die das dann exponentiell macht, genau, wenn die das wenn ich da das als Polynom habe, dann, genau, habe ich da ein Petas für die, genau, dann nennt man das Petas, und nicht das Petas. Genau, wenn das noch polynomial ist, oder? Ja, genau. So, heißt ein genau, das heißt bei Petas, ja, kann dieser Approximationsfaktor, ja, da kann das dann exponentiell machen, diese Laufzeit, ja, was beim F-Petas nicht erlaubt ist, ja, da kann das nur polynomiell, kann das die Laufzeit nur polynomiell sein abhängig von diesem Approximationsfaktor, ja. So, genau, also das sollten wir auf jeden Fall, sowas soll man auf jeden Fall den Beantworter kennen. Ja, also wenn ich irgendeinen Algorithmus habe und die Komplexität abhängig von der Approximation, dann sollte man entscheiden können, ja, F-Petas oder Petas. So, genau. Genau, dann gab es noch, genau, hatte Herr Wasch, genau, Pseudopolynomial und Polynomial Laufzeit. Wenn man aber die Eingabe entweder quasi in der Länge in der quasi Unärkodierung, der Länge der Unärkodierung oder nicht ausdrückt, ja. Genau. Und dann war Knappsack war dann quasi ein Beispiel. So, Stringology haben wir letztes Mal durchgesprochen. So. Genau. Auch diese Range Minimum Queries, also dieser Teil mit diesen succinct Datenstrukturen, den braucht man nicht zu können. So. Die Porus wieder transformierte. So. Genau, geometrische Datenstrukturen mit Sweepline und so weiter. Die Bereichssuche und genau, und dann war nach diesem Block sind wir zu Online-Algorithmen gesprungen, und bei Online-Algorithmen ist sehr ähnlich zu approximativen Algorithmen, gibt es eigentlich genau dieses
dieses CO-Slave-Problem oder diese Speicherverwaltung sind so typische, klassische Beispiele für online. Das heißt, ich kann da nicht in Zukunft blicken und ich will einen Algorithmus angeben, der kompetitiv ist. Das heißt, wenn ich quasi da zurückblickend mit der Information, mit aller Information, die ich quasi habe, dann eine Lösung finde, die optimal ist, dann vergleiche ich das mit dem Ergebnis, das ich gekriegt habe von meinem Online-Algorithmus. Ja. Und ich will möglichst das Verhältnis zwischen diesen beiden Dingen soll möglichst gut sein. Ja. Genau, zum Beispiel bei diesem Skiproblem ist es so, dass man quasi jeden Morgen geht man auf die Piste und braucht aber Ski und dann kauft man entweder Ski, das einmal einen bestimmten Betrag kostet, oder man kann jeden Morgen kann man Ski leihen. Ja? Das kostet dann irgendwie mit einer kleinen K. So. Und jetzt muss man natürlich, weiß man nicht, genau, und dann gibt es aber noch hier die Bedingung, dass wenn es einmal schlecht Wetter ist, dann reist man ab, ja, und man braucht keine Ski mehr, ja, oder ähnliches, auch wenn man irgendwie mit der Bahn fährt und man weiß es nicht, ob man so eine Bahncard einmal kaufen soll und dann quasi immer, wenn man wieder fährt, den Preis verringert oder ob man quasi einfach den Normalpreis zahlt. So, und genau, und jetzt ist es natürlich so, wenn man quasi irgendwie bei einem Tag, wenn man gleich entscheidet, dass man diese Ski kauft und dann wird's nach dem ersten Tag, ist dann schlecht Wetter, dann ist diese Strategie sehr schlecht in dem Fall und die Kompetitivität unter Umständen viel schlechter als mit einer anderen Strategie, und zwar da quasi Ski zu leihen, bis ich quasi bis die Kosten, die da ankäuft sind, so teuer sind wie die Ski, die ich kaufen will, weil dann ist quasi immer so, dass nichts schlechter sein kann als zweimal zweimal die optimale Strategie. Und genau, das heißt, das haben wir auch in der Übung nochmal gemacht. Genau, da haben wir auch nochmal diese ganze Definition gemacht von strikt. Also wenn es irgendwie zwei kompetitiv ist, ja, dann ist natürlich auch drei kompetitiv und so weiter. Ja. So, und genau. Und dieses List-Scheduling, das wir vorher auch schon gehabt habt, genau, hat man auch umgebaut auf online. Ja, das heißt, wenn vorher dieses war noch quasi bekannt, wie viel Jobs da kommen, ja, und bei online, da kommt es einfach einfach so. So, genau. Dann, genau, und bei der Speicherverwaltung, da hat man quasi da hat man diese Strategie gehabt, dass man immer, also wenn man quasi offline quasi schon weiß, welche Seiten da sind oder welche angefordert sind, dann hat man diese Strategie, dass man einfach das in den Cache lädt oder das quasi rausnimmt, wenn man jetzt quasi irgendwas in Cache laden will, das erst wieder am spätesten in der Zukunft zugriffen wird. Ja, dann haben wir dann Vorlesung gezeigt, dass die optimale Strategie ist, ja, für das Ganze mit diesem Beweis hier. Genau. Man hat dann quasi auch gezeigt, dass von diesen allen Möglichkeiten, die es da gibt, mit diesen Online-Algorithmen, dass zwei gleich ausscheidet und dass dieses least recently used, genau, das nimmt man auch in der Praxis, und da kann man auch diesen Wettbewerbsfaktor genau beweisen. So. Genau. Das heißt,
So, und dann quasi noch als Zusatz, und das ist dann so ziemlich advanced. Das heißt, sowas wird das sicherlich quasi nicht gefragt. Sind dann, ist das das Landmark Gräser? So. Okay. So. Okay, genau. Und das letzte Kapitel, das dennoch dran war, war dann die Parallelverarbeitung. Das heißt, ja, natürlich ein Thema. Ich habe jetzt nicht einen Prozessor zur Verfügung, sondern mehrere. Ja, und jetzt will ich die Arbeit so aufteilen, dass ich dann ja, schneller bin. Erstens braucht man eine Kommunikation zwischen diesen Prozessoren, und genau, da muss man das lösen. Da ging es, genau, gibt es quasi jetzt die Kommunikation haben wir, genau, das ist quasi ein Problem, und quasi als so prototypische Algorithmen haben wir diese Präfixsummen und Sortieren gehabt, ja, und genau, hier ist noch einmal, war quasi, was man da für ein Modell annimmt, ja, das heißt, wenn man da senden und empfangen will, hat man erstmal ein Overhead, T-Start, und dann wenn ich jetzt irgendwie L-Bits sende, ja, dann kostet das selber ein Overhead von T-Byte, ja, und das ist natürlich hier, wie jetzt diese Parameter sind, das hängt aber ab davon, ob jetzt diese Prozessoren da auf der gleichen CPU sind, der gleichen Mainboard oder im gleichen Rack, ja, wie schnell das ist. Ja, dieses SIMP-Prinzip, dass man das Zeug gleichzeitig berechnen kann, also man hat quasi ein Programm, und das, also ich habe quasi dieses Parallelprogramm, das läuft auf jedem Prozessor, ja, und muss quasi gleich sein. So, und als Beispiele, genau, gibt es einmal diese parallele Reduktion, die kann man dann aber auf viele Probleme anwenden, ja, da haben wir hier das ganz allgemein gemacht, mit dem Operator, genau, man sollte, wenn man Algorithmen gegeben hat, eben diese Beschleunigung ausrechnen, ja, ich habe die Laufzeit, sollte dann die Beschleunigung ausrechnen können, auch die Arbeit, die es da gibt, ja, also das ist ja sehr relevant, alles, und genau, haben wir hier diese Präfixsumme gemacht, als mit dem, genau, dann war dieser Hyperwürfel-Algorithmus, der dann die Kommunikation quasi managt von diesem ganzen Algorithmus. Genau, und dann, genau, da haben wir noch diesen Theoretiker-Quicksort am Schluss gemacht, und dann, das war es dann auch. Ja, da gibt es auch dann Spezialvorlesungen zu diesen parallelen Algorithmen bei uns im Institut. So, dann ging es genau über diese fortgeschrittenen Datenstrukturen und mit als Motivation diese Graph-Algorithmen für diese, und dann am Schluss sind wir dann über DFS-Algorithmen, da war das mit den starken Zusammenhangskomponenten, zu den Flüssen. Ja, so, und bei Flüssen haben wir erstmal dieses Ford-Falkerson, das heißt, die Algorithmen, die hier auf dem Erweiterungspfad beruhen, ja, Ford-Falkerson. Ich habe dann ganz kurz erklärt, wie die Edmonds-Karp-Strategie da geht, durch Aussuchen des kürzesten Erweiterungspfads, dann und Löschen, quasi eine Kante jedes Mal, weil unabhängige Komplexität von U, dann DENIC, war dann nur noch eine bessere Strategie, das heißt, da hat man dieses Rechnetzwerk, das man auch bei Ford-Falkerson und Edmund Karp hat, eingeteilt in so einen Schichtgraph mit kürzesten Wegen, und in diesem Schichtgraph, ein Teilgraph des Erweiterungspfads, muss man macht man so einen Blocking Flow, das heißt, ich mache Erweiterungspfade auf die so, dass quasi ist keine, wenn ich die auffülle, dass es
dass immer eine saturierende Kante auf diesen Kanten des Faden von der Wurzel, von der Quelle zur Senke gibt. Ja? So. Und da haben wir quasi gesehen, dass es da mit so einem Backtrack-Algorithmus, dass man das da effizient machen kann, wenn man das quasi alles auf einmal macht, das ist quasi der Vorteil zu Edmund Kaup, ja, weil da macht man das nur für einen Erweiterungspfad und macht dann wieder sich Arbeit, die jedes Mal wieder von M abhängt. Okay, genau. Und dann sind wir da laufzeittechnisch dann immer besser wäre, ja. Das heißt, erst am Anfang war das M mal die Kapazität, die maximale Kapazität. Edmund Kaup war quasi dann M Quadrat mal N. Dienig M N Quadrat, da war die beschränkende Faktor, war immer diese nicht saturierten Pushes. Ja, bei saturierten Pushes kann man immer argumentieren, dass man quasi immer wieder zwei hoch muss. Das war dann bei Preflow Pusher. Und genau, bei Preflow Push, wenn man es quasi hier betrachtet, diese Komplexität, die hier dran steht, was markiert ist von Goldberg Chargern bei Preflow Push, die haben in der Vorlesung nie erklärt. Und es kommt auch heute nicht mehr dran. Da war das Beste, was man erreichen können, war da M mal, N Quadrat mal Wurzel M, ja, bei dem Spezialfall mit diesem Highest, wo war das? Genau, mit diesem Highest Level, mit der Highest Level Strategie, dass man immer den Knoten nimmt, der aktiv ist und auf dem höchsten Level ist und da den Fluss abfließen lässt. Ja, da kriegt man dieses N Quadrat mal Wurzel M. Gab es noch zwei Spezialfälle für Matchings. Einmal habe ich einen Fall bei Dienig, wenn jeder Knoten da einen, was war das, wenn jeder Knoten was war das, genau, Unit Capacities, jeder Knoten hat eine Kapazität von 1, ja, oder irgendwas skaliert von 1, war das gleich. Da war die Idee, dass man dieses Schichtnetzwerk betrachtet nach Wurzel M viele Schritte, ja, und dann findet man das in Schnitt, ja, mit so einem Pigeonhole-Principle-Argument. Und das gleiche war für diesen Spezialfall, wenn ich jede Knoten das Minimum aus In-Degree und Out-Degree gleich 1 war. Ja, dann hat man genau das mit dem gleichen Argument, kommt man dann auf das M plus N mal Wurzel N. Ja, so. Und das kann man dann anwenden für diese Matchings hier, um die zu finden. Okay, genau. So. Und genau, ganz am Schluss, ja, also ich habe das nur kurz gemacht, aber dieses Hauptergebnis vom Sortieren, das ist so wichtig, ja, dass, also man sollte jetzt irgendwie nicht, weil ich das so kurz gemacht habe, ja, ich kann es auch nochmal schneller zeigen, ist sehr wichtiges Ergebnis, ja, und das ist auf jeden Fall auch relevant natürlich, ja. Genau. Und ich habe mir diese Prioritätsliste, ja, ich habe jetzt nicht so genau besprochen, weil die kommt dann in Algorithm Engineering sowieso dran, und hier ist quasi nur dieser ganz einfache Fall vor, in dem die quasi wo diese Einzelteile von dieser Priority Queue sowieso in den Speicher reinpasst, ja, und diese Variante hier, die ist dann quasi nur eine Folie, und ist quasi sehr schwierig, da irgendwas zu erklären. Okay, genau. Das heißt, von externer sortieren, auf jeden Fall externe Algorithmen, auf jeden Fall dieses externe Sortieren im Kopf habe. Ja. Es gibt da so ein Forum, also wenn Sie irgendwie eine Frage haben, können Sie ihn zum Forum schreiben oder zu uns, zu mir oder zum Demian, ja, können Sie die Frage richten. Sonst gibt es diese Klausur am 21. Februar.
um 11 Uhr, ich glaube um 11 Uhr oder so, oder 10 Uhr, weiß ich, bin mir nicht sicher, ja, aber irgendwie so vor Mittagessen, sieht auf dieses Blatt, dieses beidseitige Blatt, können Sie mitbringen. Genau, Sie können auch quasi alte Klausuren natürlich anschauen. Ich glaube, wir haben diese Vorlesung letztes Jahr gemacht, da gab es quasi eine Klausur und Nachklausur und vielleicht, da war ich auch beteiligt, ich weiß nicht, vielleicht gab es das ein Jahr vorher auch schon, ja, das heißt, da kommen so ein paar Wissensfragen dran, dann gibt es immer auch so ein bisschen Designaufgaben, das heißt, wir hatten irgendwie ein Algorithmusproblem und wir suchen einen Algorithmus dafür, genau, oder eben auch so Standardsache ausführen, das heißt, gegebenen Algorithmus, führen Sie bitte den Algorithmus aus und so weiter. Ja? Keine Fragen? Ich bedanke mich. Tschüss.